Wolfgang spendet. Überall das ist die Treppe runtergelaufen hier. Der hat ausgekippt. Was denn? Da kann man da hier auch unten mal drin gekippt hat, das sind wirklich keine Ahnung. Wo ist das? Nee, ist er nur hier. Nur hier. War bis hier vorne gelaufen. Aha. So, was machen wir denn jetzt hier? Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Nochmal. Die Nacht ja geregnet. Hier ist alles nass. Auf der Treppe auch. Treppe runtergelaufen. Irgendwo ein Wasserschaden über mir? Oder? Keine Ahnung. Zip. Ah. Was für ein Start. Ja, und Avo-Kita streikt nicht, weil? Die machen jetzt erstmal, also Verdi möchte jetzt eine Umfrage erstmal machen. Die haben sich darauf eingelassen von der Avo, keine Ahnung. Das geht ja alles über Verdi. Dass die irgendwie, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich Umfrage oder einen Vergleich oder irgendwas, vielleicht wollen sie sich erstmal umhören, inwieweit die Leute vielleicht was die annehmen würden für einen Vorschlag. Also Verdi beschäftigt sich quasi erst jetzt, nachdem schon jahrelang das Thema auf dem Tisch ist, beschäftigen sie sich erst jetzt mit der Arbeitssituation bei der AWO. Ja, anscheinend. Das ist ein bisschen spät, ne? Ja. Also ich meine... Nachdem schon 2 Wochen Streik angekündigt ist und man sich jetzt drauf... 2 Wochen Streik? Ja, nächste und übernächste Woche sollte gestreikt werden. Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt kümmert sich Verdi erst darum. Er ist auch ein bisschen nachlässig von denen. Hier ist es ein bisschen blöd für die Erzieher, weil die wollen natürlich jetzt alles hauruck, weißt du? Wir wollen mehr Scheiße, wir sind unzufrieden, wir streiken jetzt einfach. Oh nein, es ist kein Streik, ist ja blöd. Ja, ist für die noch. Ja, na, ich verstehe das ja auch irgendwie, aber wenn die dann eh nicht hingehen und einfach nur 2 Wochen Ferien vor den Sommerferien haben, was sie ja wieder 3 Wochen zu haben demnächst? Sie müssen ja 3 Wochen Urlaub nehmen. Ja, na, ist ja ein Ding. Na gut, Abo streikt nicht, das ist ja schon mal schön für uns, ja, schlecht das für heißt die. Natürlich erstmal streiken die nicht. Ja, aber erstmal haben wir für nächste Woche nochmal Ruhe. Ja. Ein Auftrag. Es ist Tretlagerwoche. Kann man so nennen. Auf Wunsch des Kunden soll ich ein Video davon machen. Mache ich. Extra. Nehme ich einen kräftigen Schluck vorher, weil es war schon mal in einem anderen Fahrradladen das Rad. Und da haben sie es nicht rausbekommen, das Lager. Das sieht doch schon sehr zerkrumpelt aus hier, die Aufnahme. Die braucht man natürlich. Das ist sehr schade. Keine Ahnung, warum das nicht rausgeht. Das ist erst 8 Jahre alt, das Rad. Sollte eigentlich rausgehen. Wahrscheinlich haben sie es in der Fabrik da irgendwo ohne Fett eingesetzt oder irgendwas. Ich habe ja Werkzeuge. Und zwar hier. Ansonsten hat man hier sehr guten Halt eigentlich noch. Muss man ja mal so sagen. Ja? Dann brauche ich eine Achse. Und dann nehme ich eine Achse. Hier. Dann nehme ich das Teil. Darauf das Teil. Steckt das hier durch. Mit Hilfe von dem Teil. Zack. Man versteht die Technik. Und hier eine Schraube, eine Mutter auf. Muss ich erstmal suchen, die habe ich verbummelt. So. Ja, und so kann man das wunderbar kontern. Und das Know-how quasi kostet ja schon, das zu wissen, das zu machen. Also deswegen das Grundbetrag immer mal 30 Euro für Rausschrauben von sowas. Und gerade bei sowas. Muss sein. Moin. Hi. Was darf sein? Hä? Schön, aber mein Wisch ist ja. Ja, dann übe, übe. Danke. ich habe ein Problem mit meinem Fahrrad. Ja, die Schaltung? Ja, die Gear. Ja, genau, Schaltung. Okay, das ist ich habe, Nur, dann gucken wir mal. Für YouTube? Wie bitte? Ja, okay. Für YouTube. So, zeig mal dein Fahrrad. So. Erklär mal auf Englisch dein Problem. Ja, okay, dann. So, I'll show you. It's, Let me put this. Thank you. Firstly,
Ah, ja. That's a, you know, normally you kick in front, I don't know, pending in front, but yeah, yeah. I know this problem. And then it clips as well, so you can, you'll feel it like... Do you want to try this one? It's too less air for me. Yeah, sure. Definitely, so... But it's not the right gear at the moment, you know? Yeah, I'm trying to fix the gears as well. I don't know what the problem is, though. I'm not very... It's bent. Ah. You can see it from the top. Yeah, yeah. It goes like this a little bit. So you have to bend the back. You see that? Can you hear how it like... Ah. The problem is, this here is the problem. The chain? This part, only this small part. You see the small part, yeah. It's very big. Na? Alles gut? Ja. Machst du Ramadan? Ja. Gut. It's too big. Okay. Too wide. Okay. And it stuck here, yeah. And it stuck here, and it stuck here, and again here. That's it? That's a problem. Okay, out of the way. Bike is fixed. So the thing is, you have to chain. Put it out. Yeah. And the chain, you put it only without this together. Maybe like 3 hours. Yeah, yeah, that's good. Yeah. Yeah. Thank you. 3 hours is okay. Yeah, 3 hours to meet the Kette. Okay, no problem. Thank you. Oh, schwer. It's very heavy. Yeah. Okay. And see you later. Ciao, ciao. Ciao. So. Z ist zwischendurch. Schön. Eigentlich schön, wenn es nicht so schwer wäre. So, haben wir angebracht hier. Seid ihr da? Ja, hier. Fest. Fest. Gekontert. So kann sich, wenn man hier Druck ausübt, kann es sich nicht rausreißen. Und dann guckt man erstmal, man hat noch ein bisschen Spiel, also schrauben wir noch ein bisschen nach, weil dieses Spiel hier in dem Ding müssen wir ausschließen. Also wird noch ein bisschen nachgeschraubt, ein bisschen fester und dann Knack und Bumm und raus und fertig ist der Lack. Guck mal hier, wie es sich biegt. Noch ein bisschen mehr. Ich bringe den Schlüssel um, damit der Punkt ein anderer ist. Genau. Achtung! Runter hier. Oh. Mann, wer hat den hier hingebolzt? Ja. Schade, hätte ich gerne so gemacht, mache ich es im Schraubstock. So, Achtung, ich spanne ein und zwar. Ich kann ja alles wieder hinpacken. So, Achtung, wenn der Rahmen reißt, reißt der Rahmen. Das fühlt sich nicht gut an, ehrlich gesagt. Weil wie kann denn der so festgeeitert sein da drinnen? Wow, Werkzeug kaputt. Also das. Das ist beachtlich. Na, das macht 30 Euro. Auf alle Fälle, also das habe ich ja noch nicht gesehen. Wirklich. Schau mal an, ich habe das Werkzeug gesprengt. Den Ring, aber volle Kanne.
Klatsch. Voll schief gezogen und batsch. Noch nie gesehen sowas. Noch nie. Also wirklich, dass mal so ein Schlüssel kaputt sprengt oder so. Das Ding. Schade. Noch nie. Noch nie, Alter. Na, der Rahmen ist Asche. Den kannst du wegschmeißen. Tja, Gott sei Dank halt einen zweiten, ansonsten müsste ich heute zumachen. Wahnsinn, ey. Voll zerbröselt. Knack. Probiert mal auf der anderen Seite mit dem nächsten. Oh. Kannst vergessen, also wirklich. Nee. Tut mir leid, keine Chance, wa? Kannst du voll vergessen. Also, ein Werkzeug kaputt und egal. Na gut, schauen wir mal. Was haben wir hier für ein Problem? Habt ihr ja vorhin gesehen mit der Kette, mit dem. Da. Ja, stößt natürlich hier ruf, dann springt die Kette hier immer so und dann das muss ab. Das ist auch ein bisschen viel. Schau mal, ob ich das hinkriege. Jetzt die Dinger zu lösen. Furchtbar. Der Zug ist auch falsch verlegt. Oh, schnell. Ist hier falsch angeschraubt hier der Hebel. Nämlich einen Zug vom Boden, also der ist verschraubt, der ist viel zu kurz. Neuer, längerer Zug. Fertig, das haben wir auch erledigt. Ja, aber das musste sein. Den Zug, der hier genau da endet, das kannst du noch nicht einstellen. Hier machen wir noch eine Kappe auf. Ja, manchmal habe ich wohl Langeweile quasi. Kürzen. Schauen wir mal. Und dann ist das halt so. Fertig. Jetzt kann man sich hier nicht mehr verletzen, da nicht mehr verletzen und man kann es vernünftig einstellen. Man hat so ein bisschen Hebel hier für die zwei Finger so.
man hier einstellen möchte, zieht man einfach hier dran, hat man so ein bisschen Halt. Das ist ganz cool. Also, ich habe eine Camper-Rekordnabe geschenkt bekommen. Allerdings wurde die ausgespeicht. Da wurden die Speichen rausgeschnitten, bevor der Zahnkranz ab war. Das war natürlich tödlich, weil es ist ein Dura-Ace-Ritzelpaket, das würde ich sehr gerne retten. Und die Camper-Rekordnabe will ich natürlich auch gerne behalten. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier noch ein paar Speichenreste dran. Wie gehe ich jetzt vor, dass ich das rauskriege? Ohne. Man kriegt es ab, man kann entweder das retten oder so, das ist kein Problem. Ja, also dann macht man das Ritzel halt kaputt. Aber das will ich eben nicht. Ich möchte gerne beide retten. So, wie mache ich das? Dazu sortiere ich mir erstmal die Speichen Stummel da, wo sie hingehören, nach da, wo sie hingehören. Ohne die so ein bisschen, sortiere die so ein bisschen in Gruppen ein. Dann brauche ich einen Ring. Kleine Felge, irgendwas brauche ich dann. So, ich habe jetzt hier ein Kettenblatt. Also wenn jemand eine Lösung hat, die schneller geht als die jetzt, was ich jetzt hier mache, das dauert ewig. Ich habe jetzt hier ein, weil ich ja selber jetzt experimentiere zum ersten Mal. Also ich habe jetzt hier ein Kettenblatt, ein Ritzelblatt genommen, ein großes, ein ziemlich großes wegen dem Hebel. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das habe ich jetzt hier eingespannt und jetzt säge ich erstmal. Ja, bitte. Kennen Sie mit? Hä? So, einzuziehen und mein Bein ab. Was ist das? Kann ich das Stress the change? Kennen Sie mit das? So, sieht halt ein bisschen improvisiert aus, ist es auch. Ach Mensch, ich ist ja ohne. Ich bin halt nicht so gut in sowas. Aber jetzt. Läuft 43 Minuten. Ich auf den Sack, ey. Immer verlege ich diese Kamera. Es geht mir auf die Säcke. Giant Peloton Superlight. Also das ist wirklich ein tolles Draht. Meine Güte. Aber komplett Camper bis auf das Hinterrad. Ominös, ominös. Aber das Hinterrad ist nicht Camper. Ist was. Was billiert von Shimano? Shimano-Rotz. Und der Kollege hat nur 60 Euro für das Rad bezahlt. Alles andere ist komplett Camper. 60 Euro für das Rad. Hinterrad nicht original. Fällt völlig aus dem Programm. Mit einer HG20-Kassette drauf. Also, naja, naja. Ganze Rad ist tippitoppi, aber das ist Schrott. Das Hinterrad ist auch kaputt. 60 Euro. Das gibt einem zu denken. So, jetzt funktioniert er natürlich, hoffe Effekt, aber er ist kaputt eigentlich. Moin. Moin. Ja, bitte? Die Kollegen vom Radriss schicken mich gerade immer bei dir vorbei. War bei meinem alten Hollandrad. Ich habe so eine alte, diese Weinmannbremsen, die da halt dran sind. Ja. Und da ist halt die Klemme da gebrochen, sodass das Ding ab ist. Und die meinen, ich sollte bei dir mal fragen, ob du vielleicht irgendeinen alten Bremsgriff oder so, der da passt. Bremsgriff? Ja, also. Ach, diese Schelle. Also, bis mal Schelle, das einfachste wäre wahrscheinlich nur die Schelle. Weiß nicht, ob sowas gibt oder geht. Na, warte, ist ein Rennrad? Ein Hollandrad? Ein Hollandrad. Also, ich stehe hier direkt vor der Tür auch. Okay, wenn du einmal gucken willst. Ja. Also, wollen ist das falsche Wort wahrscheinlich. Ach, ich weiß. Natürlich keine Lust auf irgendwie so einen klobigen neuen Griff oder so. Sicher, Hollandrad. So, ja, okay, gar Problem nicht. Die kosten 9 Euro, die Hebel? In neu. Weil die gibt es da gar nicht mehr. Ich hab Lagerbestand, Alten. Ja, das ist schön, wa? Das ist fantastisch. Also man kann ja eigentlich jetzt sagen, ich bin richtig, oder? Ja, genau. Haben sie richtig geschickt.
So, aber nicht mehr viele. Ja, also das, davon gehe ich aus. Wenn es ganz blöd ist oder so. Davon gehe ich aus. Und ganz blöd bin ich nicht. Ist ja geil. Von 1990. Letzte See. Oh, ist ja auch geil. Das ist definitiv das, was ich brauche. Ja. Und was du kriegst, 9 Euro. 9 Euro. So sei es. Ah, ja. Hast du ein Kumpel von mir, der meckert schon rum, dass ich die Dinger alle weggebe, weil die Qualität gibt es ja nicht mehr. Es ist ja eine sehr simple Qualität, aber die sind eben praktisch, die sind total cool. Das Ding ist ein gutes Übersetzungsverhältnis. 95 das Bike oder so, ja, glaube ich. Und die Bremse ist zumindest noch nie gewechselt worden. Dann darf das schon mal brechen, oder? Ja, das ist auch ganz normal, dass es irgendwann bricht. Das ist ja voll easy, ich muss ja nur einhängen sozusagen und fest und aus dem Maus. Genau, eine Schelle geht nun nicht mehr, weil bei dir abgebrochen ist hier. Ja, das hier. Deswegen geht jetzt nicht mehr diese Schelle nur zu tauschen, sondern muss schon diesen Hebel aushängen, also diesen Zug aushängen. Genau, und dann halt. Und dann den Hebel anschrauben und den Zug dann da wieder einhängen. Also das ist kein großes Ding. Gut, ciao, ciao. Cool. Ich danke dir. Ja, bitte, bitte. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Hammer. Da. Hammer mal einen Hammer da. Einen Hammer da haben wir nicht. Hammer bis. Da ist ein bisschen Schläbscheiße drin. So, wir müssen uns doch mal so ein Ding angucken und mal so ein Ding auseinanderpopeln, um zu sehen, was tatsächlich geht denn kaputt in so einem Freilaufkörper. Wenn ich den jetzt abgeschraubt habe, dann haben wir auch das Material und dann machen wir das mal bei diesem Freilaufkörper. Der wird dann mal später zerlegt. Man kriegt ihn dann nicht mehr zusammen. Oder vielleicht eben doch. Werden wir dann mal alles beweisen, widerlegen oder eben bestätigen. Ob man das reparieren kann oder nicht. Und wie viel Zeitaufwand das ist, dementsprechend, was das kosten würde. Wahrscheinlich ist Reparatur oder Austausch ist ja immer günstiger, aber es ist nicht nachhaltig genug für mich. Gefällt mir nicht. Wie auch immer, hier das Laufrad, das nehme ich jetzt gleich auseinander. Da hole ich die Achse raus, da seid ihr mit dabei. Also, Shimano. Ja, gerne. Blubber-Blub-Kaffee. Einmal. Zweimal, dreimal. Das ist das Gefährliche, macht nicht nur Öl drin, Kinders. Das muss Fett muss darin, nicht Öl. Öl ist gut, mal zum Anlösen oder so, aber das war es. Also, Öl hat doch keine Schmiereigenschaften, das löst und die Teile werden wieder beweglich, aber toll ist es nicht. Freilaufkörper demontieren, das habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen hier, oder? Inbus drin, also Achse raus, Inbus drin und dann knack, gib ihm. 10er Inbus. Dann schraubt man den ab. Jetzt hole ich hier die Murmeln raus, ne? Von der Freilaufseite. Eine Schraube und ein kaputter Freilauf hier.
kurz hinsetzen draußen mit dem Kaffee. Ist auch wichtig. Dann hat Thorsten mit seinem Cookie-Lookie-Stab und ich mit meinem Cookie-Lookie-Stab. Gucken. Wir schauen. Kinder. Da können sie lachen. Ne? Guck mal, der Papa beim auf Pumpe hier. Da versteht er nicht. Hier geht er, ja, aber drüben nicht. Ja, das ist aber auch ein bisschen komisch, was er da gemacht hat. Siehst du? Das musst du richtig ist, drücken, wa? Ne? Richtig Workout. Das ist ein Hund. Gar nicht, also. Das ist aber ein guter Reifen. Der ist bestimmt hier gekauft. Ja, der Rad hat ja von dir damals. Ja, ja. Kannst du mal sehen. Ja. Aber nie genutzt. Nie genutzt. Yes, by Grand Point. You need one? No. Not at now. The moment. Maybe okay. Maybe later. Okay. By Grand Point. Oh, mir san medrallo. Na? You're fine. Ja, ist er. Hast du aber gut gezüchtigt, den Hund. Und was passiert jetzt? Warum pumpst du auf für deine Tochter? Nee, soll weg. Wie soll weg? Er nutzt das nicht mehr. Aber wie soll weg? Kommt zu mir in Frage oder was? Ja. Na, und was willst du dafür haben? Wie? Was willst du dafür haben? Hä? 30 Euro. Ja, hier liegt dir. Hast du ja selber gepumpt? Frankie hat Rad verkauft. Frankie, hast du einen Zehner? Frankie hat ein Rad verkauft an mich. 10er zurück, ja. 10er Retour. Hau ich auf Band? Das ist gut, ja? Okay, jetzt haben wir hier das Laufrad. Das werde ich jetzt erstmal schön sauber machen. Hier alles und dann die Kugeln sauber machen. So, dann müssen wir mal sehen, ob wir so einen Freilaufkörper noch da haben irgendwo. Gut. So eine Aufnahme, ich schaue mal. Shimano. Oho. Shimano. Jo, ich habe eine Opfernarbe gefunden. Das ist eigentlich sehr schade, muss ich mal ehrlich sagen, weil die ist hier wesentlich geiler an der Qualität. Und die muss ich jetzt hier zerlegen. Schauen wir mal. Oh Gott. Ja? Über Marche nur meine geplatzt. Ah, genau. Siehst du, warst du da. Und wie war's? Gar nicht. Ich hab den links getroffen, der Große. Wen? Carsten? Ja, Moment. Da oben ist irgendwie noch ein Gegner. Wenn ich den Thomas sehe, dann mit seinem Bruder hat er gesagt, ach, ist doch nicht los. Also, das ist dann alle, da haben wir alle bloß mit. Da bin ich ja wieder kommen sonst. Oder aus den Jahren, ja, der ihr Schmuckter verkauft da. Einfach weiten muss ich sehen, die hat jetzt angequatscht. Da hat ihr noch eine schöne Tasche gehabt. So eine Gürteltasche, da ist der Tag. Mir hat gut gefallen. Um 15 Euro, und die haben gesagt, da nicht mal so teuer, mit mir los ist schon. Ach, Gürteltasche, Wolfgang, brauchst du nicht. Das denke ich, dass ich die Bilder gekriegt habe. So, jetzt bauen wir hier das aus. Das schöne, diese schöne Narbe auseinander, ey. Das ist ja wirklich eine schöne. Hier ist tote Hose in den Straßen da. Ja, hier ist ein bisschen ruhig, ne? Ja, und aber hast du ja gesagt gestern, die Tochter schreit. Kenne? Ja. Ja, hörst du? Richtig schöne Name. Afrikaner, heute Afrikaner da.
heute Vormittag seine Frau gesprochen. Da dachte ich, wir haben heute Familienfeier. Ich bin hier eingespannt und schraubt das Ding ab. Tut mir in der Seele weh, aber so ist es. Ja, jetzt ist nämlich eine nagelneue Narbe. Hier, guck mal, wie die aussieht. So muss die aussehen. Ja, noch nichts dran. Nichts, ja, nichts. Nagelneuer Freilaufkörper. Das ist echt schade. Naja. Wieder neu. Gerade weil der jetzt gerade sagte, ne, und der sagt, das ist kaputt oder was, das funktioniert nicht oder so. Der Lenker ist kaputt. Ach so. Aber das hat er mir nicht in Auftrag gegeben. Ich hab mir da mal eine Jacke, meine angekommen mit seinem Bruder. Wir haben noch mal eine Jacke, eine Jacke, eine Winterjacke. Ja. Ich wollte 30 Euro haben. Ich hab das Geld nicht, da kann ich nicht. Naja, und runter, ja, und dann bla bla. Und dann die ganze Weile, dann hat der den da. Hat er mir den Türken hat mir 15 gelassen, ja. Schau mal, Fahrraddiebe. Fahrraddiebe, ihr werdet gefilmt jetzt. Ihr seid halt bei YouTube hier drin. Fahrraddiebstahl. Fahrraddiebstahl. Ich glaub's nicht, was passiert ist, ne? Nö, glaube ich nicht. Ist schon wieder kaputt. Nee, glaube ich nicht. Ist schon wieder kaputt. Na, glaube ich ja nicht. Das ist so eine Scheiße. Na, das gibt es nicht. Doch nicht, bitte. Ist ja unglaublich, glaube ich dir nicht. Ist kaputt? Ja, ey, aber. Glaube ich dir aber nicht. Du hattest doch gerade die eine Stelle hier gefunden, Philipp, ne? Ja. Ich glaube, das ist aufgeplatzt, weil es zu heiß geworden ist oder so. Ja, das kann sein. Weißt du, einfach so. Ist es? Hatte die Macht doch so? Nee, das wissen wir nicht, aber es sieht so aus. Mir ist das mal weggeknallt. Das ist hier, der ist der einzige, den ich da habe. Entweder ein 25 breit oder ein 28 mm breit. Und dann dazu ein Schwächlein. Nimmst du beide hier, okay, und drückst aber von unten gegen diesen Rand nach oben drüber. Okay. Ja, und wenn du dann immer noch zu eng ist, dann massierst du so ein bisschen nach, so gehst du einmal so hoch hier und dann. Okay. So. Ja. Ja. Kämpfe. Schaffst du. Ja. Hey Scotty! Warum bist du denn so rot im Gesicht? Los! Heftig! Nee, das krieg ich nicht. Gucken, ob ich das. Ah, die Sonne blendet. Hast du Fahrradständer? Was hab ich? Fahrradständer zu verkaufen. Für da hinten den ersetzen? Ja. Hast du ein bisschen dickere Aufnahme da vom Rohr her, wa? Ja, sogar nicht so viel dicker. Nicht so ganz rund auf jeden Fall. Nicht so ganz rund. Ja, guck mal, das ist so ganz rund, das ist so oval. Ist oval, ist gut. Ja. Da kann er sich nicht verdrehen. Ja. Liebe Leute, Liebe Leute, wir haben eine sehr schöne
Aufnahmen mit Dreck auf Boden. Dreck und Licht und gegens Licht. Genau. Und, er weiß darüber. Ich weiß ein bisschen. Sehr klug, Mann. Manchmal ja. Das sieht bestimmt gut aus, aber ich mal gucken. Liebe Leute, er hat 4 Kinder. Können Sie das vorstellen? Ja, es sind das, nur vier Kinder. Naja, nur. Ich glaube, dass 2 oder 3% Population haben so viele Kinder. Du bist eine Ausnahme. In Deutschland meinst du? Ja. Oder generell in der Welt? In Deutschland und Europa. Europa. In Europa, ja, ja. Regelmäßig Nummer of Kinder ist 1,6 oder so. Ah, pro okay. Person. Also ich hebe den Schnitt. Und das müssen Sie Leute auswerten. Wenn die diese Videos von Tommy gucken, müssen die das merken und sagen, naja, das ist doch ein Erfolg. Ja, 4 Kinder. Und 12 Stunden Arbeit am Tag machen die. Ja. Machen die Kinder und muss der Tommy auch machen, damit die Kinder ernährt werden. Aber so ist es. Und der Jan hat irgendwann auch Kinder. Keine Ahnung wann. Weiß nicht. Und wie viele Kinder? Zumindest muss ich ein bisschen Geld verdienen. Ja, ja, eben genau. Das ist es. Man muss Geld verdienen, ansonsten ohne Geld funktioniert es nicht. Ich müsste auch mal wissen. Das ist ganz normal. Jeder, der Kinder hat, wird wissen, was Kinder kosten. Ich weiß es. Und Jan weiß es bald auch. Und damit schließe ich für heute, würde ich mal sagen. Ja, ich habe sauber gemacht. Sagen wir uns in Kommentare, was erwarten Sie von dieser Dokumentation? Welche Szenen zum Beispiel sind für Sie interessant und so weiter? Ich werde von morgen schon schneiden, aber nächste Woche kann ich noch etwa drehen. Ja, na, genau. Dann sagt doch einfach mal, was ihr... Ja, das ist ein bisschen kurzfristig natürlich, aber wie soll eine Dokumentation, was soll sie beinhalten, wie soll sie aussehen? Habt ihr da eine Idee oder was soll rein? Aber was sonst so hier passiert, ist doch auch mal schön zu sehen. Und deswegen sage ich auf Wiedersehen, gehabt euch wohl, schöne Pfingsten, wir sehen uns, bis dann, ciao, euer Tommy.